Baustellenbesichtigung mit Nikolaus. Die Kraftwerkbaustelle von RWE Power in Hamm-Üntrop ist nicht zu übersehen. Derzeit sind rund 1000 Arbeiter dort tätig. Daher steht der Arbeitsschutz ganz oben auf der Agenda der Verantwortlichen. Um den Arbeitern die wichtigsten Punkte nahezubringen, überreichte der Nikolaus neben traditionellen Gaben einen Handzettel mit den Prinzipien der Arbeitssicherheit. Heute ist der Nikolaus wieder da, der bringt aber nicht nur Süßigkeiten, sondern hat auch wichtige Sachen für die Leute zum Thema Sicherheit. Was muss man denn hier alles beachten auf so einer Baustelle? Wir haben unsere Sicherheitsgrundsätze hier am Standort. Also jeder Mitarbeiter wird erstmal eingewiesen, bevor er den Standort betreten darf und bekommt eine Unterweisung in Sicherheitsgrundsätze, dass jeder interessiert hier. Es werden eigene wie Fremde behandelt. Wir alle haben Vorbild zu sein, um wirklich die wesentlichen Sicherheitsgrundsätze einzuhalten. Es wird ein Sicherheitsmerkheft für jeden Mitarbeiter ausgegeben dabei, in dem dann vermerkt wird, er ist unterwiesen worden und es werden seine Sicherheitsunterweisungen festgehalten, ob er beispielsweise berechtigt ist, Hebezeuge oder entsprechende Fahrzeuge nutzen zu dürfen. Bei Helmpflicht und Sicherheitsschuhen wurde auch bei dem ersten Mann der Stadt Hamm keine Ausnahme gemacht. Oberbürgermeister Thomas Hunziger-Petermann besuchte den Nikolaus auf der Baustelle und schaute sich vom Treppenturm den Fortschritt der Arbeiten an. Von daher gesehen ist das, was jetzt entstanden ist, in der Zeit schon unheimlich beeindruckend, wenn man also sieht, was hier an Leute hier auch arbeiten. Das ist schon ein Impuls auch hier für die Stadt, vor allen Dingen aber auch für die Region. Wo die Turbinen reinkommen, wo darunter dann... Herr Kober, Sie haben jetzt hier heute auf der Baustelle Nikolaustüten bekommen. Wie finden Sie das denn? Ist doch eine nette Geste. Ja, das war eine ganz tolle Überraschung von der Stadt Hamm hier, uns da mit Nikolaustüten zu überraschen. Also muss sagen, ich bin überwältigt. Wo kommen Sie her? Ich komme direkt aus Sachsen, aus dem Zentrum von Sachsen-Leipzig. Von Leipzig. Und wie finden Sie Hamm? Haben Sie schon ein bisschen von der Stadt gesehen hier? Also ich finde allgemein Nordrhein-Westfalen sehr interessant und die Umgebung von Hamm hier ist auch sehr interessant. Die Leute sind sehr nett und ja, ich komme gerne her.